Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen beim kleinen Unboxing-Video von Anno 2205. Das LP ist ja schon bei mir gestartet, aber ich habe ja hier noch die CE-Box, beziehungsweise das LP ist zeitlich gestartet, aber wir packen jetzt eigentlich in der Vergangenheitsform diese CE-Box aus, letztendlich, um mal zu gucken, was da drin ist. Die CE-Box enthält übrigens, also Collector's Edition, wer die Abkürzung CE nicht versteht, enthält einen Season Pass mit zwei zusätzlichen DLCs. Das gibt es auch bei der Gold-Version. Und hat noch so andere Sachen wie Poster und so weiter dabei. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, deshalb packen wir es mal aus. Die DLCs übrigens kann man mal hier auch erwähnen. Da ist einmal Tundra. Das ist ein neues Umgebungsgebiet, was kommen wird. Wo man halt dann so wie in der gemäßigsten Zone oder in der Arktiszone neue Güter, glaube ich, anbauen kann und eine andere Bevölkerungsgruppe dann hochzüchten muss. Und was wahrscheinlich ganz interessant wird, das Orbit-DLC, was dann irgendwann kommen wird, was auch hier mit inkludiert ist dann, ist das Bauen von Weltraumstationen, wo dann Wissenschaft betrieben werden kann. Ist dann auch eine Erweiterung, die hoffentlich dann die Spielzeit ins Unermessliche steigen wird. So, einmal haben wir hier so einen Plastikaufschub, den können wir aber abnehmen. Darunter ist die Hülle nochmal gleich bedruckt wie der Plastikaufzug. Sieht aber ganz schick aus und dann können wir das ganze Ding mal aufmachen. Ich habe es noch nicht geöffnet. So sieht es dann aus. Es sind Scharniere an der Seite und dann kommt uns direkt das Artbook entgegen von Anno 22.5. Das können wir mal eben rausnehmen. Also einmal Artbook Inside. Dazu kommt hier eine Karte vom Mond. Können wir gleich mal aufklappen. Wir haben eine Anno 22.5 CD, aber es ist keine Spiel-CD, sondern es ist der Soundtrack von Anno, der auch wirklich diesmal wieder sehr gut geglückt ist, muss ich sagen. Dann packen sie natürlich in CC einfach die Packung der normalen, der Standard-Edition. Macht das natürlich einfach im Versand und vor allem in der Produktion. War natürlich klar, dass man noch mehr Papier auspacken muss. Ist ja schon wie Bonbons, wo man einzelne Dinger noch zehnmal verpackt. Wie Kaugummis in so einer Großbox. Erst machst du die Box, dann hast du die Kaugummis in dieser separatierten Box, wo nur noch 10 Kaugummis drin sind. Und dann hast du nochmal jedes Kaugummi für sich selbst. So, jetzt muss ich mal eben kurz aufpassen, weil das natürlich ein Uplay Activation Code drin, den will ich natürlich nicht zeigen. Da haben wir die Disc. Es handelt sich um zwei Discs. Ja. Tada! Di-di-di-di. Ups. Jetzt sehe ich gerade, aber das ist nicht so wichtig, das ist ein Code für Anno Online, den hat man jetzt wahrscheinlich gesehen. Da kriegt man dann ein paar Ressourcen geschenkt, aber ich habe Anno Online früher gespielt, ich brauche das nicht letztendlich. Dahinter ist das Anleitungsbuch mit dem Activation Code und dahinter ist noch der Season Pass DLC Code. Den kann ich natürlich jetzt auch nicht zeigen, weil dann so wie Pete Smith das gerne machen, die zeigen ja auch gerne irgendwelche Codes dann in ihren Videos und dann werden die und dann heulen die später, dass es geklaut wurde. So, kümmern wir uns jetzt mal um die wichtigen Sachen. CD, hören wir uns an. Tolle Musik. Sag ich schon mal, weil ich das Spiel schon gespielt habe. Dann haben wir die Karte vom Mond. Beziehungsweise das kleine Mondposterkartenzeug. Mit ein paar Informationen über den Mondzyklus, wie die genannt werden. Ein paar Informationen, die unterschiedlichen Krater. Und so weiter und so fort. Muss man nicht haben, kann man haben. Werde ich dann später sehen, ob es im Spiel in irgendeiner Form hilfreich wäre. Ich weiß nämlich nicht, ob die Mondkarte wirklich, beziehungsweise ob im Spiel die Oberfläche des Mondes genau analysiert wurde, sagen wir mal, um eine Karte zu schaffen dafür, auf der wir später bauen. Weil ich ein bisschen schade finde, das Artbook ist klein. Also es ist von der Größe, seht ihr ja, eine Hand. Da sieht man halt von den Unterschieden, die Konzepte von den Gebäuden sind hier drin. Wir haben hier Vehicles, die angezeigt sind, die Charaktere, die Designs, dann auch viele Designs von den unterschiedlichen Schiffen. Und ich bin immer so jemand, der guckt sich so ein Artbook mal an und sagt dann, schön, da sind ein paar Bilder drin. Und dann legst du das weg, bis du mal Besuch kriegst. Und der sagt, ach cool, du hast ein Artbook von Anno.
Und dann guckt der sich das an. Oh, da sind ja ein paar Bilder drin. Ist was schön. Aber echt nur was für Fans, die wirklich jedes kleine Wallpaper-Bildchen oder jedes Gebäude gerne mal so haben in einem Buch. Und dafür zahlt man dann ein bisschen mehr. So, hier sind auch dann, was die Leute interessieren wird, vielleicht die Mondbilder, was zukünftig kommt. Natürlich in super klein. Zip, zip, zip. Ja, das war schon der Inhalt von der Collector's Edition. Ob das jemand was wert ist, muss er für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall ist es in einer schönen Metallbox. Kann man mit arbeiten. Ihr könnt ja auch die Plastikbox, die da drin ist, wo das Spiel drin ist, einfach wegschmeißen. Und dann könnt ihr nur die Metallbox nehmen und da einfach die CD reinschmeißen. Keine Ahnung, wie man es halt macht heutzutage. Und dem Sinne, guckt euch das LP ein bisschen an. Tolles Spiel bis jetzt, sage ich. Meine Empfehlung erstmal. Aber ich muss sagen, es wird immer Kontroverse geben, wie immer. Viele Leute werden sagen, es ist mir wie das alte Anno. Ja, ist es auch nicht. Man muss sich mit den Neuerungen abfinden und sollte vielleicht nicht immer der Vergangenheit nachtrauen. Das ist so mein Tipp daran. Man muss an jedes Spiel rangehen, auch wenn es eine bestehende Serie ist, als wenn es was ganz Neues wäre. Einfach nur in diesem Universum angesiedelt. Dann klappt es auch, man ist nicht so sauer bei manchen Sachen. In dem Sinne, bis dann. Ciao, euer Doc.